0-3-0, so kann es bitte weitergehen. Schauen wir mal, ob es auch wirklich so weitergeht. Das Deck ist ganz cool. Starkes Mid- und Late-Game. Das Early-Game ist das Einzige, was ein bisschen schwächelt. Wenn ich das gut überstehe, dann sieht es immer sehr, sehr gut aus. Ups, ich roll die ganze Zeit über so ein blödes Blatt Papier, was auf dem Boden liegt. Gleich mal weggelegt. Hier rechts seht ihr das Deck. Könnt ihr also auch immer schön mitschauen, während ich spiele. So, was kriegen wir auf die Hand? Ja, das ist alles drei nicht so spannend. Jetzt gebe ich mal alles zurück, weil ich dann doch die starken Early-Game-Karten haben möchte. Komm, bisschen Glück. Mein Fairy Dragon. Bin leider Erster, sonst könnte ich ihn mit der Coin rausbringen, aber so muss ich leider warten. Und da ich so viele Late-Game-Karten habe, ist auch der Doomguard ziemlich schlecht, leider. Das Problem ist nämlich, dass ich dann so viele Karten ansammeln, möglicherweise bis zu dieser Runde. Na komm, jetzt zeig mal deine. Zeig mal, was du kannst. Komm. Eins, noch einen, noch einen. Puh. Bams. Das hat er mal genau richtig gemacht. Da verzeih ich ihm auch deinen komischen Einsatz von vorne. Leider verliere ich jetzt trotzdem einen der beiden an den blöden Loot Hoarder. Der auch noch eine Karte zieht, dann die Sau. Aber naja. The damned stand ready. Jetzt wäre der Shadow Bolt in der Tat mal ganz gut eigentlich. Nur ganz okayer Anfang soweit. Ich dachte, der Doomguard ist ein bisschen eine tote Karte, weil ich habe so viele andere Minions. Okay, was kommt jetzt? Shadow World hat er. Die Sau, so wie er eben geguckt hat. Und ich glaube, ich spiele trotzdem. Aber zwei Karten discarden, das ist schon mies. Aber wenn er seinen blöden. Mal gucken, es hängt sehr von der nächsten Karte ab, was ich spiele. Möglicherweise spiele ich sogar schon den Doomguard, weil. Na, er macht selber. Okay, so ist ja auch eine Möglichkeit. Okay, er hat so gespielt. Fucker. Ja, dann spielen wir es anders. Natürlich. Natürlich spielen wir es anders dann. Versucht jetzt ganze Zeit seinen Spider-Tank am Leben zu erhalten. Ist natürlich irgendwie auch ehrenwert. Aber mal gucken, dass er darüber nicht das Spiel verliert. Eine Holy Nova würde ziemlich wehtun inzwischen. Let me change your mind. I see everything. Yes. Instruction begins. So, ich habe locker 3, 8 Schaden auf der Hand, die ich in Turn 9 ausspielen kann. Und noch vorher habe ich noch ein paar gute Runden. Das sieht sehr gut aus. Er hat sich zu sehr drauf konzentriert mit den Heals und so. Und ja, okay, nochmal 8 HP. Das wird natürlich nochmal interessanter. Jetzt heilt er sich schon, weil er genau merkt, dass es knapp wird für ihn. Ha 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 ha.
Tja, wie gesagt, 9 Damage habe ich hier noch liegen. Das Witzige ist, wenn ich Hellfire ausspiele, werden die beiden auch wieder gebufft. Okay, das war ein Fehler. Sehr schön. Ja, kann man machen, ne? Würde ich mal behaupten. Kann man machen. Gul'dan versus Jaina. You asked for it. Your soul shall be mine. Die Succubus kann ganz nett sein. Dread Inferno. Den brauche ich am Anfang nicht. I greet you. Hello. Ich spiele die Succubus am Anfang aus, sonst habe ich die ewig auf der Hand, habe auch nicht so viele andere gute Sachen. Gucken, was ich verliere. Das Hellfire. Scheint verschmerzbar an der Stelle. Kann in der zweiten Runde mit dem Live-Tap schon wieder arbeiten. Autsch. Das ist natürlich jetzt eine teure Succubus gewesen, die gleich so weggeballert wird. Fuck. Das ist natürlich ärgerlich dann. Ah. Und den nächsten verliere ich auch gleich. Naja, hilft ja nichts. Schade, schade, schade. Wenn die Succubus mal ein, zwei Runden draußen gewesen wäre, hätte sie schon richtig Schaden machen können. Für einen Zweier-Minion. Aber sollte wohl nicht sein. Das war ganz okay eigentlich, der Trade. Sogar besser, als wenn die angegriffen hätte, das hat gepasst. Bring me steel. Someday I'll be just like you. Zwei, drei, fünf. Wenn ich ihn nicht vorher gehabt hätte, dann hätte ich ihn wegballern können. Naja, machen wir es so. Was ist das? At the end of your turn. Ja, also karteneffizienzmäßig liege ich jetzt wieder vorne. Mal ganz gut aufgeholt. Habe natürlich weniger HP. Mein starkes Late Game kommt jetzt aber erst. So, ist noch alles gut. Wenn ich nochmal den Anti-Killbot ziehe. Mal schauen. Es wird auf jeden Fall spannend. Er hat ja auch. Ne, er geht auch sehr stark aufs Face. Okay. Es wird langsam ein bisschen. Tut ein bisschen weh. Ein Taunt habe ich nämlich nicht. Das ist ein bisschen, was mir fehlt in diesem Deck. Na, ja, es wird knapp. Er macht 7 Schaden, 12 Schaden. 10, 11. Also er macht halt richtig viel Schaden. Aber er entscheidet sich jetzt doch, ne? Er geht aufs Face. Das ist, glaube ich, auch die sinnvollere Variante tatsächlich.
So, jetzt mal kurz zusammenrechnen. 6, 14, 20, 24. Ja, das ist schon echt knapp. Ja, und da ich ihn ja nicht tot kriege, muss ich aufs Gesicht ihn killen. Aber es war interessant, wie viel Schaden ich doch daraus kriege. Schade. Schade, dass ich nicht Early Game ein bisschen mehr Schaden gemacht habe. Das hätte ich in dieser Runde eventuell beenden können. Das wäre natürlich sehr cool gewesen. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ja. Ich habe auch gehört, dass ich ein Problem habe. Fuck, es war so knapp. Da fehlte echt nicht viel. Ja, gut, der Ravenhold. Ohne den Ravenhold könnte ich das jetzt in der Balance halten. Ich könnte eigentlich fast, ich könnte so gut wie alles killen, was er rausbringt. 14, 18 Damage kann ich machen. Ich hätte vielleicht noch anders probieren sollen. Ist ein bisschen schade jetzt, ist sehr knapp. Ach, 14, 18. Ja, selbst das klappt nicht. Hätte ich noch irgendwas mit Charge, könnte das sogar gehen. Aber selbst das würde ja eigentlich nicht gehen. Nee. Schade drum. Ah, das war echt knapp. Ich überlege gerade noch, ja. Man hätte es, wenn man es jetzt vorher gewusst hätte, dass so ein starker Minion kommt, hätte man es anders machen können, glaube ich. Hätte er einmal angreifen können, einen übrig lassen. 7 Damage. Das hätte klappen können, theoretisch. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wie die Zahlen genau aussahen, aber es hätte man gewinnen können. Gul'dan versus Garrosh. Victory or death, your soul shall be mine. Puh. Verhalte die Succubus, ich probiere es nochmal. Er hat immerhin nicht so einen Frostbolt-Scheiß wie... Ja, also das ist ganz schön der Scheißanfang. Ja, es wird nicht besser. Ich glaube, da spiele ich die Succubus aus, bevor ich rundenlang gar nichts mache. The light protects me. I greet you. Na, dann fangen wir erstmal doch mal mit dem Fairy Dragon an. Das Problem ist, der Fairy Dragon kann total leicht... Ach, fuck, auch noch das... Nein! Das hat alles nichts gebracht. Nicht ihn getroffen, nicht zwei... Fucker! Oh, ich hasse diese Map-Bomber. Vorhin hat er einmal was richtig gemacht und jetzt denkt er, deswegen kann er wieder Scheiße bauen. Weil er einmal zufällig nicht total bescheuert war. Oh, das sieht ganz schlecht aus. Der Anfang ist ja sensationell scheiße. Und was soll denn das Divine Shield hier? Das ist auch scheiße. Das ist alles ätzend. Die kann jetzt viel zu leicht traden. Naja, was soll's. Hilft nichts. Gibt's als nächstes das Hellfire wahrscheinlich. Komm, ich spiel noch eine Karte aus, damit sich das Hellfire wenigstens lohnt. Ja, dafür reicht es leider nicht. Ich habe ein bisschen viel Schaden, aber naja. Ich habe den Antique-Healboard immerhin noch 7, 11 Schaden in der nächsten Runde. Schon ein bisschen schmerzhaft. Ich wollte halt ihm noch die Chance geben, noch einen Minion auszuspielen. Ah, bringt mir das Hellfire nicht mal genug. Ich dachte vielleicht noch ein Minion, mit dem ich was machen kann. Egal. Someone call for the dying.
Zum Glück habe ich ein bisschen Heilung noch. Autsch. Das tut auch nochmal weh. Ja. Ich kann die nicht mal beide ausspielen. Das wird wohl auch nichts. Ja, wenn das Early Game so schief geht wie hier, sieht es natürlich schlecht aus. 4, 2, 3, 1, bringt alles nichts. Hast du schön gemacht. Well played. Well played. Immerhin schnelle Runden. Das hat die Schwäche von dem Deck, das Early Game, das auch ganz schön schief gehen kann. Vielleicht haben wir jetzt aber wieder einen guten Run mal. Das waren ja nicht mal besonders sensationelle Decks, sondern einfach mal ein Early Game war sensationell beschissen. Und er hat natürlich auch starke Karten einfach ausgespielt. Wäre natürlich sinnvoller gewesen, das Hellfire früher auszuspielen. Gul'dan versus Jaina. You asked for it. Ja, und da... Ich will gar nicht Erster sein. Erster sein will ich echt nicht mit dem Deck. Lieber Zweiter und auch nicht so eine Starthand. Komm, jetzt mal was Gutes. Gib mir noch mal was Gutes. The fuck? Ja, das... Das wird's, wahrscheinlich gewesen sein. Der Mad Bomber kann vielleicht noch ein bisschen was reißen, aber... Was soll ich denn mit 4, 4 und 8? Jetzt... Ausgleich in Gerechtigkeit wäre, nachdem er zweimal verkackt hat bisher, oder dreimal sogar, und einmal was Gutes gemacht hat, wäre es eigentlich jetzt wieder mal die Zeit, was Gutes zu machen. Zeig's mir! Ja, danke fürs Gespräch. Einen wenigstens, damit ich die Mortal Coil hätte einzukürzen. Wenigstens einen, ja? Die 2 Damage gebe ich lieber für den anderen Minion mal auf. Hatte eh nur noch einen. Als zweites kann ich eh traden. Oder so. Verliere ich einen Mana halt. Das ist ein bisschen schade. Aber ich werde ihn halt gut los. Nicht ganz Mana-effektiv. Das ist das Einzige, was ein bisschen schade war. Schon wieder nicht Mana-effektiv. Ständig ist das alles nicht Mana-effektiv. 3, 5, 5, 5. Pay attention, Class! Sogar ausspielen, da ich so viele Karten habe. Nein, gerade den wollte ich nicht verlieren. Alles andere wäre echt okay gewesen. Aber gerade den nicht, weil ich den brauche, um den...
Ah, ich brauche doch die 2 Attack, um den zu killen, du Depp. Was ist das denn hier? Genau, und der spielt einen Fireball nach dem anderen aus. Warum auch nicht? Wie, die treffen alle. Wie, die treffen alle. 1, 2. Nein! Nein! Der hat nicht wirklich gerade alle 3 Arcane Missiles getroffen. Einfach mal, weil er da Lust zu hatte. Einen hätte nur daneben gehen müssen. Dann hätte ich mit der Mortal Coil in der nächsten Runde und dem Angriff einfach killen können. Aber nein, er trifft natürlich einfach alle 3. Ist ja klar, kann man ja machen. We must cleanse the Sunwell. Und natürlich haltet ihn wieder. Ey, fickt euch weg. Wo ist das Hellfire? Das Hellfire brauche ich jetzt. Fucker! Ich brauche das Hellfire. Ich brauche das Hellfire. 5, 6, 8. Es ist alles eine Qual. Put this apple on your head. Komisch, dass er so stark tradet. Er sollte viel mehr aufs Face gehen eigentlich. Und das ist jetzt auch leider gar keine gute Idee gegen den Gurubashi Berserker. Das sind das alles keine guten Karten. Das sind alles total miese Karten sogar gegen den Gurubashi Berserker. Weil hat er, ich kann ihn, der kriegt immer einzelne Schaden und pumpt sich dann auf bis zum geht nicht mehr. 4, 7, 9. Fuck. Ah, okay, das war es dann wahrscheinlich. Es fing mit 4-0 an und dann hörte es mit, Schade, dass das... sogar mal größtenteils andere getroffen. Das ist ja mal was ganz Neues. Schade. Ja, da hat man ganz klar in den letzten Spielen die Schwäche des Decks gesehen. Das Early Game halt so beschissen läuft einfach. Dann komme ich nicht mehr zurück. Jedenfalls nicht, wenn ich nicht Glück habe und das Hellfire ziehe zum Beispiel. Schade, nach 4-0, 4-3 ist sehr enttäuschend. Das ist wirklich sehr enttäuschend. 4-3 ist, also 4 Wins eh nicht so toll. 5 Wins sollten es mindestens sein, vielleicht auch 6. Oh, eine Karte mal. Nice. 50 Gold. Aber insgesamt... Das war aber auch teilweise unglücklich, ey, der RNG da mit den Arcane Missiles und der Bombe hat sich auch nicht so richtig Mühe gegeben. Das hätte alles mal ruhig ein bisschen besser laufen können. Ah, das war natürlich ein bisschen schade. Naja, kurze Pause, danach gibt's Constructed noch und Pack Opening würde ich heute auch noch machen. Machen wir noch ein Pack Opening, das gehört nicht mir. Nach der Pause. Also bis gleich.